Hallo und herzlich willkommen nun schon zum vierten Part von der FIFA Skill Challenge. Heute haben wir den Flachpass auf dem Plan stehen. Und dann schauen wir uns das Ganze auch direkt mal an. Ich finde, das ist alles andere als einfach. Wir sehen uns wieder bei Gold, habe ich ganz knapp nur geschafft. Bei dieser Übung sollst du den Ball in Richtung des markierten Monitors passen. Mit L peilst du einen Monitor an, mit X lädst du den Pass auf. Bei mehreren Toren ähnlicher Richtung lädst du den Pass stärker auf, um das weit entfernte Tor anzuspielen. Bei einem näher platzierten Tor lädst du dementsprechend nur kurz auf. Das ist eigentlich schon behindert genug, denn das fuckt schon richtig ab. Aber gut, was soll man machen? Das heißt, hier oben ist ein... Ich dachte, wenn ich mehr auflade, dann funktioniert das. Hallo? Also, der drin, wobei das insgesamt jetzt eigentlich nicht so die Problematik werden sollte, vor allen Dingen Ronaldo ist auch ein guter Passgeber, hier vielleicht noch, jetzt funktioniert das nicht, ich hätte vielleicht noch Özil nehmen können, aber Özil ist ja bekanntlich nicht mehr bei Real Madrid, von daher wäre das ein wenig schwierig geworden. So, jetzt ganz oben, so eine Scheiße. Und es funktioniert. Sehr gut. Jetzt muss ich höchstens mit Zeit gut machen. Reicht es? Nein, es reicht nicht. 4,5, ich brauche 5000, sprich, ich muss mich jetzt ein bisschen mehr konzentrieren. Aber gut, das geht ja schnell hier. Das ist ja, wie gesagt, sehr schnell gemacht. Hier das bisschen passen. Dennoch, auch diese Challenge muss selbstverständlich sein. Ist nicht so schlimm, wie ich es jetzt am Anfang eigentlich schon gesagt habe. Denn man kriegt den Dreh raus, wenn man es ein bisschen probiert hat. Bei der Gold Challenge werde ich wieder verzweifeln, aber das kennt ihr ja schon bei meinen Gold Challenges bis jetzt. So. Jeder Ding noch. Ist auch einmal ganz oben. Zum schönen Finale funktioniert auch direkt. Aber jetzt muss es von der Zeit her klappen. Plus die Versuche. Ja. Und wieder klappt. 6,9. Ich bin mit ihm verbunden, von daher kann ich nicht gucken, was die anderen hatten. Also geht's zum Silber-Level. Bei dieser Übung sollst du den Ball in Richtung des markierten Monitors passen, ohne die sich bewegenden Spieler zu treffen. Mit L passt den Monitor an, mit X lädst den Pass auf, bei mehreren Monitoren in ähnlicher Richtung lädst den Pass stärker auf, um das weiter entfernte Tor zu spielen. Beim näher platzierten Tor lädst du den dementsprechend nur kurz auf. So ist es. Der Spruch hätten wir sogar einen sparen können, weil die Tore alle gleich platziert sind. Da ist keins näher oder kürzer. Und hier habe ich jetzt zweimal schon richtig Glück gehabt. Also ich finde, man kann ja nicht sagen, ja, ich warte jetzt hier auf irgendwas, sondern ich persönlich mache immer so, dass ich gerade schieße, entweder passt oder es passt nicht. Vor allen Dingen, oh, war das wieder Glück, Leute. Ich komme gerade mein Leben nicht mehr klar. Nein, und da ist Schluss. Zudem wäre es auch noch das falsche Tor gewesen. Scheiße. Nein, schon wieder falsch. Oh, jetzt hatte ich so viel Glück gehabt. Jetzt versaue ich es mir. Komm on, Ronaldo, konzentrier dich. Der war gut, der war ganz sicher gespielt. Jetzt sind die Inneren dran. Da kann ich sogar verstehen, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Reicht das? Ja, es reicht 4000 Punkte, richtig. 4100, gut, es reicht. Direkt geschafft. Komm, jetzt Gold. Weil diese Übung soll versuchen, aufs markierte Monitor zu passen. Dir werden 16 Bälle zufällig zugespielt und es gibt 16 zu treffende Monitore. Die Hilfe dabei ist auf manuell eingestellt. Extra Punkte gibt es, wenn du den Monitor mittig triffst. Je mehr Ballberührung du vor den Pässen benötigst, desto weniger Punkte erhältst du. Vorbei. Ah, jetzt ist völlig manuell jetzt. Also jetzt ist hier wirklich gar keine Hilfe mehr an. Boah. Nein. Da müssen wir jetzt echt richtig gut zählen. Zielen, nicht zählen. Oh je. Obwohl, bis jetzt finde ich, es geht noch. Der war natürlich grausig geschossen. Und ihr seht ja wirklich, hier ist keinerlei Hilfe mehr an. Hier ist man auf der Line gestellt. Entweder trifft man das Ding, aber man trifft nicht. Pfosten. Schade. Mal gucken, wir brauchen 8, glaube ich, ne? Ja, oh, und damit 4,5. Aber gut. Ich glaube, wenn es hier auch ein bisschen eingespielt hat, ich glaube, dann
funktioniert das auch. Shit. Das waren jetzt ein paar ganz schlechte. Oh. Ja, ich rede gerade mit dem Milch, weil ich mich echt konzentriere gerade hier bei dem Zeug. Boah, das ist auch so eine nahe Entfernung dann vorbei. Pfosten. Ich glaube, die Grundpunktzahl wird jetzt höher. Auf jeden Fall wird die höher. Aber auch nicht so großartig. Die Zeit rettet mich da auch nicht mehr. Ich bin 16 Punkte besser. Pfosten. Das kann ich gerade neu machen. Ich kann wenigstens mal so versuchen, dass ich den ersten treffe. Und von da aus dann weitermache. Ah ja, ich will natürlich auch möglichst wenige Ballberührungen machen. Aber dennoch muss ich das scheiß Tor treffen. Wenn ich dann jetzt wieder vier daran nicht getroffen habe, dann kann ich das auch getrost vergessen. Ja, der war knapp. Hätte ich mal einen Innenpfosten getroffen. Wie, oh Leute, wie oft treffe ich den Innenpfosten? Ja, so Dinger muss ich machen, wenn die da direkt mittig stehen. Schlecht. Scheiße. Gut, das war jetzt auch eine Entfernung. Da darf ich ihn schon gar nicht vorbeischießen. Ich gucke gar nicht, ob die Punkte, ich sehe nur, dass es grün ist und ich eine Möglichkeit hätte. Oh, ist doch mal beide vergeben. Scheiße, ich hätte es damit wahrscheinlich erreicht. Aber okay. Das hier geht schnell. Von daher gefällt mir die Übung auch relativ. Ach, das ist doch scheiße. Hier, die muss ich sicher machen, die da ganz nah an der Ballmaschine stehen. So, 3 von 3. Scheiße. Und jetzt geht's los. Da die so einen schönen Lauf und treffen von nichts mehr. Jetzt geht's wieder los. Ach, scheiße. Ja, wenn ich die nicht treffe. Brauche ich mir gar nicht für die Punkte angucken, das muss... Eieiei. Das muss aber viel früher funktionieren. Scheiße. Direktabnahmen sind jetzt vielleicht auch nicht die beste Idee. Ich meine, irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Ah, jetzt ist die Konzentration weg. Das haben wir bei den letzten Übungen schon gesehen. Wenn ich mal nah dran bin und es dann nicht mehr funktioniert, dann ist die Konzentration echt völlig weg. Ja, da kriegt der Mittig einfach zurückgespielt. Oder irgendwie... Die Übung ist echt nicht schwer. Gut, das manuelle Passen macht einem natürlich zu schaffen. Aber da sieht man erstmal, wie sehr man auf die Hilfe angewiesen ist. Wir können natürlich auch versuchen, immer den möglichst nah in Richtung von dem Tor zu stoppen. Und dann den von da aus dann ins Tor zu machen. Aber damit sind noch die ganz großen Punkte nur weg, da die 900er oder so. Die sind leider schon leider verloren. Pfosten. Das reicht wieder nicht. 7000 ist jetzt das Beste. Die 900 zum Start, das ist gut. Leute. Ja, schön.
Und dann wieder das eine Meter vorbei. Ich müsste es echt mal hier ausblenden. Ich hab geguckt, wie viele Punkte ich habe und seitdem nichts mehr getroffen. Das ist unfassbar. Das ist lächerlich. Schluss. Kurz mal durchgeschnauft und jetzt nächster Versuch. Ach, diese Manche sind einfach so schlecht. Die müssen sitzen. Jetzt an den Punkt ist schon nicht mehr möglich. Deswegen müsste ich schon ein paar richtig perfekte treffen. Jetzt ist Schluss. Der war, sie hat mir das Knick gebrochen und damit kann ich wieder neu machen. Langsam verstehe ich, warum ich da nur so knapp auf meine Punkte kam. Ich brauche gar nicht so groß ziehen. Wenn ich einfach nur jeden einfacher machen würde, dann würde ich das hier ganz locker schaffen. Aber ich treffe gerade nicht mal die einfachen. Puh. Ich habe eigentlich gedacht, komm, das machst du schön und kurzen Part. Dem ist aber nicht so. Ihr habt es ja gut, ihr könnt das Ganze hier ja skippen. Das kann ich ja logischerweise nicht. Weißt du, da triffst du einen schön, machst danach zweimal Pfosten. Konzentrieren jetzt. Und erstmal über ein Feld vorbeigeschossen. Das ist mit den Pfosten, das macht mich echt fertig. Das hat Jesse Rodriguez schon beim letzten Spiel gemacht. Bei den Freischüssen hat er mich schon damit geärgert. Jetzt kommt ja auch noch Ronaldo. Direkt Abnahme an Pfosten, gut. Komme ich auf 6-5 wieder. Mal gucken jetzt, wie es mit Direktabnahme aussieht. Natürlich auch eine Möglichkeit. Muss man nur treffen. Wenn es jemand 1000 Punkte gibt, dann musst du eigentlich dann nur 8 von denen treffen. Und dann hast du es auch. Guck mal, im ersten Versuch mit Direktabnahmen bin ich jetzt auf 6-6 gekommen. Aber gut, es waren noch zwei ultra geil dabei, muss man auch sagen. Der eine mit der Hacke, der hat natürlich richtig gezwiebelt. Oh! Boah! Du hast gesehen, Leute, mit der Hacke wieder. Nein, anpfosten. Nein, nicht wieder pfosten. Nein, dreimal Pfosten.
Oh, wenn die dreimal drin gewesen, das gibt's doch nicht. Frechheit. Come on, bitte. Der war wunderschön. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo ich hin muss. Vier Versuche noch und zwei muss ich treffen. Das gibt's nicht. Jetzt müssen beide sitzen. Und das war's. Gut angefangen, dann geschafft. 10. 10 am Stück hintereinander zu verteilen. Rekord. 7,3. Ich hätte sogar nur einen treffen müssen. Aber gut, das ist halt hier mein großes Problem der Zeit. Was so extrem knappe Dinge. Bitte, ja. Widerstand vor der Entscheidung treffen oder nicht treffen und wir schauen an Innenpfosten und damit komme ich wieder auf 7,4 nur. Innenpfosten sprich 0. Leute. Ich mache hier was mit, der glaubt ihr gar nicht. Der war scheiße. Das sieht doch jetzt verdammt gut aus. Das is it. Oh Leute, jetzt wird er frech. Mit der Hacke. Aber was ich jetzt von heiß geraus? 10.000. 12.007. Boom. Und das macht ein Rekord, das weiß ich auch nicht. Extrem geil. So, versuchen wir so lange wie möglich vom Verteidiger fernzuhalten. Es sind nur Direktpässe erlaubt, mehr Punkte. Wenn wir folgende Aktionen verliehen, raffinierte Pässe und Tunnel. Also so lange, bis der an den Ball kommt. Und ich sehe gerade, es ist sogar noch Özil dabei, weil ich nicht den aktuellen Match gerade habe. Da ich ja gerade offline bin. Okay, 1400. Aber da gucken wir mal. Da geht noch mehr. Scheiße, das war kein Direktpass. Scheiße. Jetzt sind wir 3, sind wir insgesamt 5. Na gut, der zählt jetzt nicht. Insgesamt 5 machen wir. Der zählt jetzt auch nicht. Volle Konzentration hier gerade, Leute. Nein, der ging jetzt aus. Okay, 2-4 und jetzt noch der letzte Versuch. Ich bin jetzt eigentlich mit 2-4 schon zufrieden. Okay, einmal noch. Da. Komm, einmal kommen wir noch auf 1000. Einmal 1000, ansonsten sehe ich das hier gar nicht ein, dass es hier beendet sein soll. Das war's dann jetzt mit der Pass, mit der Challenge vom Passen. Vom Flachpass. Und beim nächsten Mal gehen wir, weil es ja so einfach war, auf den fortgeschrittenen Flachpass. Und ich glaube, Leute, da werde ich verzweifeln. Bis dahin, danke fürs Zuschauen.